Schön, dass ihr bei meinem Video heute wieder dabei seid. Heute soll es um das Thema gehen, Geschenk oder Lehrer. Und egal mit welchen Menschen ich schon zusammengearbeitet habe, gecoacht habe, ging es immer darum, was weiterzubringen, was zu verbessern, was besser zu machen. Heute ist so, wenn man in eine Firma geht, heißt Veränderung wollen alle. Wer will was für die Veränderung tun, bleiben die Hände unten. Genau das ist es, wenn man was will, was umsetzen will, was verändern will zum Positiven, muss man auch Kritik sich gefallen lassen. Kritik nur, um jemanden besser zu machen, nicht um jemanden runterzuziehen, schlecht zu machen, sondern es geht darum, ihn an seiner Sache zu verbessern. Und so habe ich schon immer in meiner Coacheslaufbahn gehalten, Menschen zu verbessern und durch Veränderungen zu dem positiven Selbst, also zu der positiven Form von sich selber, also das, was man kann, auszulösen. Und deswegen ist es immer, ist mein Lehrer oder ein Geschenk? Für manche im Nachhinein dann erst der Lehrer, der war, vielleicht war er schwierig, er hat auch Ecken und Kanten, so wie es ein Coach auch haben muss. Und wenn der Mensch nicht mehr da ist, dann sieht man auf einmal, was er alles bewirkt hat. Ist egal, in welchem Bereich, beruflich, Selbstständigkeit, Sport. Dort erst im Nachhinein merkt man, ob ein Mensch auch was bewirkt hat. Und meistens erst, wenn er nicht mehr da ist, weil dann ist diese Veränderungsprozesse angestoßen worden, die sich dann im Nachhinein dazu verbessern. Deswegen ist es wichtig, auch ein Coach darf kritisch draufschauen, darf Verbesserungen anmerken, um den Prozess anzuschieben. Genauso um die Prozesse mit Fragen und Coachings dann durch Leitplanken so hinzufahren, dass der Mensch nachher sagt, okay, da habe ich was draus gelernt. Und so soll es auch sein. Also egal, was am Tag passiert, entweder war der Tag dein Lehrer oder dein Geschenk. Und so ist es als Coach auch. Im ersten Moment vielleicht fühlt man sich irgendwo an Punkten getroffen, die einen vielleicht verletzen oder wehtun. Aber meistens sind diese Sachen, wo man dann Schmerzen oder Leid ertragen hat, das sind die, die einen wirklich weiterbringen und verbessern. Deswegen halt es, wenn du beim Coach zusammenarbeitest, darauf den Fokus, dass du dich selber verbessern willst und zur besten Version von dir selber werden willst. Das ist alles, was ein Coach da ist. Oder Coach heißt auch Kutsche. Also durch die Kutsche transferieren zu deinem besseren Ich. Das zum Verständnis. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Freue mich über ein Like oder Kommentar. Dein Siegercoach Sven Williams. Siegen ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Wir hören und sehen uns. Ciao.